Herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog auf diesem Kanal. Heute spielt der VfL Osnabrück gegen Wien Wiesbaden. Ja, nachdem der VfL letzte Woche unglücklich mit 2:3 gegen Bayreuth verloren hatte nach 2:0 Führung, heißt es jetzt eine neue Siegesserie starten gegen Wiesbaden. Die hatten ja auch letzte Woche 2:1 unglücklich gegen Aue verloren, hatten ja auch früh rot gesehen. Aber nichtsdestotrotz ist Wiesbaden auf Platz 3 mit 7 Punkten vor uns. Wenn wir heute gewinnen, könnten wir auf 4 Punkte ranrutschen. Ja, wir sind momentan auf Platz 7 und wenn die Konkurrenz mitspielt, könnten wir sogar heute auf Platz 3 rutschen. Ich bin bereit und wir haben es jetzt gerade ca. 10.30 Uhr und jetzt geht's ab nach Osnabrück. Und da vorne ist auch schon die Rehmerbrücke. Let's go! Es ist circa noch eine Stunde zum Anpfiff und jetzt wieder eine Mannschaftskarte, wie immer. Wir haben jetzt aufgerissen und jetzt geht's ab ins Stadion. So, es ist noch circa eine halbe Stunde bis zum Anpfiff. Die Spieler sind auch schon draußen, auch von Wiesbaden. Stadion füllt sich langsam ein bisschen. Ja, und die Aufstellung ist auch schon draußen. Eigentlich wie immer Kühl im Tor, Kleiner the Jumpy, Köhler, Tesche, Engelhardt, Simakala, Kunze, Traoré und Niemann und Bermann. Und der VfL wird heute mit Sondertraut auflaufen, wegen den einjährigen Krieges. Jetzt wird der VfL ein symbolisches Zeichen setzen mit den Sondertrikots. Finde ich persönlich eine sehr gute Sache. Yeah.
auch heute wieder treffen. Unsere Nummer 9, Erik! Jetzt die Nummer 11, Schütz! Lieber Körner! Und auch das lila-weiße Bild muss passen. Deshalb bitte ich euch alle, sich von den Plätzen zu erheben. Ergreift eure schwarzen, eure Fahne, reckt sie dir in den blauen Himmel, denn jetzt kommt sie, unsere Vereinshymne. Wir sind alle im Anstück. Wir sind alle ein Stück.
Unterstützung für den Wiesbaden. Halbzeit 2:0 gegen Wiesbaden. Ja, relativ aufgeregtes Spiel. Der VfL führt zugegangen durch ein Standardtor, wie immer eigentlich fast. Durch Simakala. Ja, dann relativ paar Chancen. Beide Teams. Niemand hatte noch eine hundertprozentige, aber sonst auch nur so 50-50 Chancen. Dann aber noch kurz vor der Pause durch Tesche ist 2:0 gefallen. Sehr wichtig und dann hoffen wir mal, dass es in der zweiten Halbzeit so weitergeht, wie es aufgehört hat. Und die zweite Halbzeit hat gerade begonnen. Aber Ich liebe es! Ja! Gut, 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 gut!
präsentiert die Zuschauerzahl des heutigen Spiels. Der Vorfasser bedankt sich heute bei 12.201 Zuschauern. Dankeschön. Yeah.
ey, das wäre jetzt der Stadionblock. 4:1 Heimsieg gegen Wien Wiesbaden, gegen den Tabellenzweiten. Ja, VfL jetzt auf Platz 3-4, da man Freiburg 2 ja nicht oben mitrechnen kann. Also auf den Relegationsplatz. Aber wir können auch ein bisschen nach unten rücken, weil Dresden und Saarbrücken, die spielen ja noch. Die sind 1 oder 2 Punkte hinter uns. Und ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass sie nicht gewinnen. Und dann sind wir auf Platz 3. Nächste Woche spielen wir auch gegen Saarbrücken. Auswärts aber, da sind wir nicht im Stadion beim Spitzenspiel. Aber dann eine Woche später gegen Oldenburg beim Derby sind wir wieder. Ja, und das gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann bis Oldenburg.